Also hallo und herzlich willkommen beim Podcast Pure Positive Power. Mein Name ist Isabella Oschabem. Ich bin Sängerin, Stimm- und Kommunikationstrainerin und Moderatorin. Heute geht es um das Thema Kleidung und ihre Wirkung nach innen und nach außen. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, sagt Karl Lagerfeld. Kleidung hat eine enorme Wirkung, und zwar nach innen, auf uns selbst, auf unsere Gefühlswelt, aber auch natürlich nach außen hin, also wie ich beim Gegenüber ankomme. Gerade im beruflichen Kontext kann es einen entscheidenden Unterschied machen, ob ich vielleicht sogar einen Auftrag bekomme oder ob ich den Kunden überzeuge oder eben eher weniger. Aber woher weiß ich, was ich anziehen soll? Gott sei Dank haben wir heute den nächsten Gast bei uns. Sie ist seit 2013 selbstständige Imageberaterin, Berufsgruppensprecher der Farb-, Typ- und Imageberater der Wirtschaftskammer Wien und ausgebildete Etikettetrainerin. Viele Tipps und Lebensmaximen hat sie im vergangenen Jahr als Co-Autorin des Bestsellers Weiblich erfolgreich, wie Frauen ihren Weg gehen, festgehalten. Heute schaut sie sich mit uns an, wie wir uns als Unternehmerinnen besser kleiden können. Und ich darf ganz herzlich Inge Walter begrüßen. Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wunderbare Überleitung, die du da gemacht hast. Großartig. Ich freue mich, hier wieder zu sein und bin gespannt, was kommt. Ja. Inge, du, bevor du Unternehmerin geworden bist, da warst du ja als Immobilienabteilungsleiterin beim Richard Lugner tätig. Und da hast du mir schon mal erzählt, es ist ganz wichtig gewesen, was du getragen hast, weil je nachdem musstest du kompetent oder autoritär wirken. Welchen Einfluss hat Kleidung deiner Meinung nach auf unsere eigene Einstellung? Du holst mich, das muss ich jetzt einmal sagen, du holst mich aber da jetzt schon in einen weiten Zeitsprung zurück. Muss ich mir mal schnell erinnern. Ja, ich begann als Teilzeitunternehmerin, das muss ich auch dazu sagen. Ich hatte ja immer einen Fulltime-Job und habe über die Jahre, auch eine Station ist Richard Lugner, bin Spezialistin für Einkaufszentren geworden. Und natürlich hat das einen rasenden Einfluss, bitte, wie ich vor allem auch diese Fragen sich zu stellen, wie will ich wirken und wie wirke ich auf andere? Und ich sage immer, Kleider machen Leute und Leute machen Kleidung. Und es hat einen wesentlichen, entscheidenden Einfluss darauf, ist meine Meinung, weil vor allem, wenn du auch mit potenziellen Vertragspartnern in Vertragsverhandlungen stehst und du sitzt ihnen gegenüber jetzt mit einem T-Shirt, wo vielleicht, weiß ich nicht, Minnie Maus drauf ist oder Mickey Maus, dann löse ich ja in dem Kopf vom anderen ein bestimmtes Bild aus. Und da stelle ich jetzt die Frage, ob ich denn dieses Bild wirklich haben möchte. Ja, ich verstehe, ich glaube, ich verstehe gut, was du meinst. Das heißt, natürlich kommt das wahnsinnig unterschiedlich an beim anderen, je nachdem, was ich anziehe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blazer habe, ja, löst das etwas anderes in mir aus, als wenn ich keinen trage? Naja, natürlich. Es hat eine gewisse Steifheit, ich nenne es jetzt so, ja, oder natürlich auch Sicherheit, das darf man auch nicht vergessen. Man kann natürlich durch einen Blazer von verschiedenen Dingen ablenken oder natürlich auch verstärken, gebe dem anderen etwas zu sehen und zu schauen. Sehr spannend. So, du kannst auch mit Kleidung die Blicke lenken. Aha, ja. Möchtest du uns darüber mehr erzählen? Inwieweit? Du kannst natürlich, wenn du ganz aufregende Schuhe hast, ja, dann werden dir alle auf die Schuhe schauen. Ist die Frage, ob ich das möchte. Habe ich eine wichtige Botschaft zu verkünden, dann schau, dass du einfach diesen Bereich da oben in Szene setzt. Lippenstift, Schmuck, was auch immer. Ja, es gibt ja viele Bereiche. Was möchte ich bewirken? Sehr schön. Und was ist deiner Meinung nach so das Schlimmste, wenn wir jetzt im Kontext sind, Unternehmerin, vielleicht Dienstleisterin oder auf der Bühne stehend? Was ist das Schlimmste, was man so anziehen kann? Naja, jetzt gibt es nur eine Antwort von mir, Spaghettiträger. Spaghettiträger, ja. Warum das? Warum das? Wir denken ja nur mit 4% von unserem, maximal 4% von unserem Hirn, der Rest ist ja Unterbewusstsein.
Und wenn ich da jetzt auf der Bühne stehe mit Spaghettiträger oder wo auch immer, wenn ich jetzt hier nur einen Ausschnitt sehen würde mit Spaghettiträger, dann habe ich ein ganz anderes Bild und sage, na Moment, wo bin ich denn jetzt? Verbinde das vielleicht mit dem letzten Urlaub, ein lauer Sommerabend. Und in Wirklichkeit möchte ich aber demjenigen vielleicht, weiß ich nicht, über Finanzen etwas erzählen. Dann wird es nicht passen oder möchte mein neuestes Produkt verkaufen. Auch immer entscheidend, in welchem Kontext bin ich, in welcher Branche, was vertrete ich. Sehr interessant, ja. Das heißt, Spaghettiträger wird jetzt gestrichen im Berufskontext. Man kann sich ja was drüber ziehen, das ist es ja nicht. Aber desto mehr Haut, desto weniger Kompetenz. Das geht in den Köpfen einfach ab. Das kann man gar nicht einmal bewusst steuern, sondern das ist einfach diese Bilder, die im Kopf wieder erscheinen und womit ich sie verbinde. Vielleicht verbinde ich auch Spaghettiträger mit der letzten tollen Urlaubsreise. Kann auch sein. Auch in dem Moment frage ich mich, ob ich das haben möchte. Ja, stimmt. Man muss sich einfach bewusst anscheinend anziehen und bewusst sein, welche Wirkung das eben hat. Ich stelle jetzt die Frage, angezogen oder gekleidet? Bereite ich mich auf meinen Gesprächspartner vor? Auch selber stimme ich mich darauf ein. Wenn ich in ein Verkaufsgespräch gehe, überlege ich mir ja, wie mache ich das Gespräch, damit ich zu einem Erfolg komme. Was frage ich denjenigen, der oder sie, ganz egal. Und so sollte ich mich auch selbst auf dieses Gespräch einstimmen. Das hat auch etwas mit Wertschätzung gegenüber dem anderen zu tun. Wertschöpfung geht nicht ohne Wertschätzung. Sehr schön gesagt, Inge, wirklich. Da sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Coco Chanel sagt ja, die beste Farbe auf der ganzen Welt ist die, die an dir gut aussieht. Jetzt würde ich gerne was Persönliches fragen, Inge. Wie machst du das? Wie wählst du für dich die richtigen Farben für den Berufsalltag? Also mein Berufsalltag schaut, schicke ich einmal davor. Also in meinem Kleiderschrank gibt es nur Sachen, fast alle bis auf Anlassbekleidung, die miteinander kombinierbar sind. Also ich kann da so ziemlich alles durchkombinieren. Aber ich stelle mir die erste Frage, die ich mache, das ist ein Blick in den Kalender. Und sage, welche Aufgaben erwarten mich morgen? Was habe ich zu erfüllen? Sitze ich auf einer Bühne vielleicht, auf einem Podium, vielleicht mit irgendwelchen ganz bequemen Lounge-Sesseln? Da muss ich mir überlegen, wie ich aus diesen wieder stilvoll herauskomme. Dann wäre vielleicht eine Hose in dem Moment praktischer. Sehr interessant. Wo bin ich unterwegs? Habe ich am Abend noch eine Veranstaltung? Bin ich vielleicht am Abend in der Oper? Dann wechsle ich einfach das Shirt. Von der weißen Businessbluse vielleicht auf ein nettes Spitzenshirt für am Abend. Und ganz wichtig, wenn man sich überlegt, bin ich unterwegs mit der U-Bahn, mit dem Auto, wo auch immer, Schuhe wechseln. Ich habe meistens ein zweites Paar Schuhe mit. Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, hält man das oft nicht aus. Und vor allem vielleicht auch gerade so, die Ballerinas braucht man zum Laufen. Aber wenn man dann auf einer Bühne steht oder im Gespräch, dann braucht man etwas Höheres, sage ich immer. Können aber auch durchaus Sneakers sein, natürlich, die sind voll im Trend. Ja. Auf die Schuhe möchte ich nachher gerne noch ein bisschen im Detail kommen. Ich möchte jetzt nochmal zum Thema Farbe kommen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand steht auf der Bühne, hat einen Vortrag. Welche Farben eignen sich denn da vielleicht besser oder welche Farben eignen sich weniger? Naja, ich stelle mir jetzt so etwas vor. Du bist auf der Bühne, ja, das kommt sicher wieder. Vor dir sind 200 Leute, die sind jetzt gerade alle vom Mittagessen gekommen, ja, sind vielleicht alle noch in der Suppenstarre, wie man zu sagen pflege. Ja, und wie kann ich da jetzt Aufmerksamkeit erregen? Also ich würde mir da jetzt ein rotes Kleid anziehen, um zu sagen, hallo, hier bin ich und ich habe ganz Wichtiges zu sagen. Auch wieder entscheidend, wo bewege ich mich? Vor allem auch immer die Frage im Vorfeld klären, was habe ich für einen Hintergrund? Ja, vielleicht ist der Hintergrund rot, dann hebst du ihn nicht ab. Auch immer auf das Setting eingehen, ja? In welchem Rahmen bin ich? Ah, sehr interessant, stimmt. Vielleicht bei den Herren als Alternative eine rote Krawatte. Ist natürlich ein ganz kleiner Farbtupfer, aber eine Möglichkeit. Sehr spannend. Und gibt es eine Farbe, die besonders gut ist, wenn man jetzt im Kundenkontakt ist, sprich Erstgespräch, Verkaufsgespräch oder sowas in diese Richtung?
Da wähle ich immer dann die Farbe des Vertrauens. Ja? Das ist zum Beispiel so dunkelblau und grau. Schau dir Seiten an von Beratern. Ja? Die sind meistens so in dunkelblau, Anwälte, ja? In grau und diese Dinge. Sehr interessant. Na, da kann man sich richtig viel mitnehmen. weiß nicht, wie es anderen Frauen geht. Ich weiß es von meinem Umfeld. Viele stehen jeden Tag, von meinen Freunden und ich auch, vom Kleiderschrank, denken sich, bitte, was ziehe ich heute schon wieder an? Das gefällt mir nicht mehr. Das ist zu groß, das ist zu eng, das ist zu weit, weiß ich nicht. Das ist irgendwie zu bunt. Mir ist aber aufgefallen, dass ich besonders gerne zu den Kleidungsstücken greife, wo ich mich natürlich besonders wohlfühle, aber auch Kleidungsstücke, wo ich weiß, da schaue ich irgendwie schlank oder grazil aus. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Frauen folgende Frage jetzt interessant ist. Welche Tipps für optische Schlankmacher hast du denn so? Ah, da gibt es einige, ja. Zum Beispiel auch für die Kamera zum Beispiel oder auch wenn man so präsent unterwegs ist, Farbenspiele. Entweder Ton in Ton oder wo man einfach unterscheidet zwischen hell und dunkel. Vielleicht kann ich es ja mal dir erklären. Du hast zum Beispiel jetzt hast du ein helles Sakko. Wenn du jetzt darunter hast ein dunkleres Shirt, dann hast du schon dieses Spiel hell-dunkel. Und damit hast du optisch deinem Gegenüber wirkst du schon schlanker. Aha, da habe ich es automatisch richtig gemacht. Schau heute. Ja? Nur man sieht es nicht. Auch was ich festgestellt habe, oft helfen taillierte Kleidung. Ja? Ich habe immer festgestellt, Frauen kaufen sich die Kleidung etwas zu groß. Dann kann man auch ein bisschen schauen, wie kann man das tailliert machen, wie sind diese Dinge, wie ist es auch oft mit Längen von Kleidungsstücken. Auch das ist entscheidend. Kurze Hosen, die zum Beispiel nur bis kurze. Ich meine jetzt so die 7/8-Hosen. Muss natürlich gleich auf meine Wade greifen. Ja. Also die sind jetzt nicht die, die optisch schlanker machen, sondern die machen die vielleicht noch gedrückter, weil du einfach farbliche Unterbrechungen hast. Du musst dir das immer als ein Ganzer vorstellen und sagen, okay, was habe ich da jetzt? Wie viele Unterbrechungen habe ich? Und das macht natürlich auch optisch kleiner und damit automatisch breiter, ich nenne es jetzt so. Stehe. Oder Das heißt, denkst ich schaue auf die Länge sozusagen. genau, Streifen ist auch so etwas, ja. Also eher längs gestreift als quer gestreift. Wieder jetzt, wenn ich vor der Kamera stehe, werden da die Streifen dich nicht unterstützen dabei, sondern die werden möglicherweise zum Flimmern anfangen, gerade vor der Kamera. Aha, ja, super. Das heißt, ich schaue auf Einfärbigkeit, ich achte auf die Länge, ich achte auf die Schwarz-Weiß- oder Hell-Dunkel-Spielereien und schon wirklich einfach schlanker und Auch etwas, was ist zum Beispiel, um sich optisch größer zu machen, ja? So wie ich jetzt, ich bin jetzt das beste Beispiel, ich habe da Dreiviertelärmeln. Ich habe meistens Dreiviertelärmeln, weil da sieht man nämlich dann optisch, ja? Sieht man die Haut und damit glaubt man schon, man hat längere Beine. Das ist auch etwas, was sich im Unterbewusstsein abspielt. Na, das ist ja wahnsinnig interessant, wie viel wir eigentlich gar nicht mitbekommen, was bei uns unterbewusst abläuft. Was wir nicht lernen, ja? Wirklich interessant. Ich habe ja vorher gesagt, ich möchte auf die Schuhe zurückkommen. Jetzt habe ich wieder ein Zitat und zwar von Marilyn Monroe. Gib einem Mädchen die richtigen Schuhe und sie kann die Welt erobern. Welche Rolle in der Wirkung spielen und vor allem in der Wirkung nach innen, also auf mich, spielen deiner Meinung nach Schuhe? Nach innen, das finde ich ja ganz spannend, die Frage. Also ich würde eher sagen, nach außen spielen sie ja noch viel mehr Rolle. High Heels zum Beispiel, in die man nicht gehen kann, ja. Das ist etwas. Und wenn ich jetzt da zum Termin stöckel, ich nenne es jetzt so, dann wird das nicht gut rüberkommen. Vielleicht auch, man erinnert sich, ich glaube, ich habe es vorher erwähnt oder doch nicht, Ballerinas. Es wird gleich der große Aufschrei kommen. Ich meine aber ganz spezielle Ballerinas. Und zwar, ich meine die mit den kleinen Schleifchen ganz vorne, ja, die sehr an Mädchenschuhe und Puppenschuhe erinnern. Also das sind zum Beispiel im Business keine Schuhe. Die sind zum Zwischendurchlaufen, ja, von A nach B, aber nicht um einen Kunden, Vertragspartner, anderen Unternehmerinnen gegenüber zu stehen. Ja. Wenn man sich selber quasi ein bisschen jünger, vielleicht kleiner, vielleicht ein bisschen
unkompetenter durch diese Schuhe wirken lässt, meinst du? Naja, natürlich, weil es erinnert, das ist Puppenschuh, ja. Die Puppenschüchen haben vorne die kleinen Mascheln drauf. Vielleicht noch ein bisschen glänzend in Lack. Jo. Und gibt es etwas, was ich beim Kauf der Schuhe bedenken muss, weil du gerade gemeint hast, Leute, die nicht gut in High Heels gehen können, hat das mit der Größe zu tun, hat das damit zu tun, dass ich es vielleicht nicht gut geübt habe? Naja, High Heels fordern einem. Ja. Das ist ja nicht so, dass man, wie wenn man mit Turnschuhen herumgeht, da ist man schon gefordert bei High Heels. Und man muss sich natürlich auf das Gehen konzentrieren und auf den Gang. Und ich habe doch bitte Wichtigeres zu tun, als auf mich, auf den Gang und auf die Schuhe zu konzentrieren. Ne? Und vielleicht noch ein Tipp zu den Schuhen. Schuhe korrespondieren zur Haarfarbe. Also ihr seht, ich bin silbergrau und silbergrau ist goldrichtig. Auch dieses Thema silbergraue Schuhe und jetzt nicht unbedingt schwarze Schuhe, weil das ist vielleicht für das ganze Outfit zu hart. Aha, das ist auch sehr spannend. Na, das muss ich mal gleich nachher alles aufschreiben. Sehr cool. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, das heißt die Ballerinas, wenn wir jetzt Ballerinas mit den Stöckelschuhen vergleichen, was es mit mir macht, gibt es für dich oder welchen Unterschied gibt es da für dich im Sinne von Ballerinas oder Sportschuhe gegen High Heels? Wie fühle ich mich anders? Die Frage, was möchte ich damit erreichen? Wie möchte ich wirken? Wie möchte ich auf andere wirken? Mehr, glaube ich, gibt es da nicht zu sagen. Sage, es ist einfach, diese Frage muss ich mir selber stellen. Mhm. Und natürlich, in welchem Umfeld bin ich, in welchen Job habe ich, welchen Beruf habe ich? Natürlich, dort gehört das alles in diese Kategorie. Also quasi, ich ziehe mich auch so an, wie ich wirken möchte und wie ich mich fühlen möchte. Möchte ich mich kompetent fühlen, ziehe ich natürlich was anderes an, als weil ich weiß, ich bin da jetzt auf einer gemütlichen Feier. Natürlich. Oder möchte ich mein Business mit Sexappeal winken? Ich sage das jetzt so. Ja, dann sind vielleicht die High Heels besser. Aber es ist die Frage, wie ich zu meinem Erfolg oder meinen Erfolg erreichen möchte. Ja. Mhm. Stimmt. Abschließend möchte ich noch gerne der Frage nachgehen. Was kann ich anziehen, um mich erfolgreich zu fühlen? Ich glaube, ich habe vorhin das Thema Rot schon angesprochen. Ja? Also auch zu sagen, wofür steht die Farbe Rot? Die steht für Energie, für Power, für der Saft des Lebens, auch für Stopp und Halt. Und oft kann ich nicht mit rotem Kleid gehen oder roter Blazer, das ist oft unpassend. Also mein Tipp, rote Unterwäsche anziehen. Aha. Da ist die Kraft und die Power mit dir und keiner sieht's. Und dann ist natürlich der zweite Teil oder was auch sehr wichtig ist, womit fühle ich mich wohl? Also wenn ich Kleidungsstücke anhabe, die kratzen, ja, die unangenehm sind, die zu eng sind, da zwickt der Hosenbund, dann werde ich auch nicht die Sicherheit rüberbringen und auch nicht die Kompetenz, weil ununterbrochen irgendwo rumzupf und nicht mit mir zufrieden bin. Ich sage jetzt zufrieden. Mhm. Ja, das leuchtet ein. Ja. Sehr, sehr interessant. Ja, vielen Dank, Inge, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ja heute vieles gelernt, welchen Einfluss die Kleidung auf unsere eigene Einstellung hat, was das Schlimmste ist, was man als Unternehmerin anziehen kann. Stichwort Mickey Mouse Hemd und Spaghetti-Träger im Verkauf. Das fiel mir ganz spontan ein. Ja. Wie man die richtigen Farben wählen kann und Tipps für optische Schlankmacher. Jetzt fragen sich vielleicht viele, das ist ja voll spannend, aber wie finde ich meine Farben? Wie finde ich vielleicht meinen Figurtyp? Woher weiß ich, was mir persönlich steht, welche Größe ich brauche und? Da bist du ja genau die richtige Ansprechpartnerin als Profi. Du bietest individuelle Beratungen an und auch kostenfreie Erstgespräche. Inge, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Du hast meine Seite schon gesehen, das finde ich großartig. Ja, auf meiner Website habe ich neu installiert, kostenfreie Erstgespräche. Da kann man sich einen Termin buchen. Ich bin ganz stolz auf mich, weil ich das gemacht habe. Wow, das ist ja großartig. Ja, ist großartig. Also von Herzen gern kann man sich einen Termin buchen und mit mir plaudern über die Anliegen oder wo sagt man was,
wie kann ich das damit tun oder wie kann ich da damit umgehen? Und meine Seite ist die imagemacherin.at. Ich traue mir das da jetzt nicht herzeigen, weil sonst stürze ich vielleicht aus dem Programm. Ich werde die Seite nachher verlinken. Programm und komme nicht mehr rein. Ja, die Seite wird nachher überall verlinkt, auf meiner Website und auf YouTube und wo auch immer das noch gepostet wird. Genau. Und falls jemanden mein Buch interessiert, so sieht das Buch aus. Das ist weiblich erfolgreich, gibt es auf Amazon. Und wer gerne ein handsigniertes Exemplar hätte, der möge mich anschreiben. Mich findet man auf Facebook, auf LinkedIn oder eben über meine Webseite. Und was ich noch gerne zum Abschluss mitgebe, ist, sage ich dann immer, ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ich probiere es. Wenn ich es nicht probiere, werde ich es nicht wissen. Ja. Wenn Sie sich, ich habe da zwei Backeln, überall ist das gleiche, innovative Produkt drinnen, toll, Wartung, alles top, erledigt, also da gibt es nichts zu meckern. Ja. Das eine sieht aus wie einmal um die Welt gereist, das andere fein säuberlich. Auf welches würden Sie ganz spontan greifen? Sehr schön gesagt, Dinge. Ich glaube, das sickert. Ich habe auch noch ein Abschlusszitat. Stil ist eine Art zu zeigen, wer du bist, ohne sprechen zu müssen. Von Rachel Zoe, der Designerin. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Alles, alles Liebe. Bewahrt eure positive Power. Bis zum nächsten Mal. Eure Isabella. Vielen Dank.